Ja, ich bin hier wieder im Microsoft Flight Simulator 2020 am Flughafen Bremen mit der A320 Neo. Und ich will mal einen Notfall simulieren, und zwar Triebwerksausfall nach Start. Ja, werde ich mal keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Ja, so etwas kommt ja hin und wieder auch mal in der Realität vor, zum Beispiel durch Vogelschlag. Ja, das Schöne an Bremen ist ja, das ist so eine 3D-gescannte Stadt, und das sieht da ja wirklich alles super realistisch aus. Also auch wenn man jetzt in Bodennähe fliegt, ich bin jetzt ein bisschen zu schnell gewesen, weil ich so die schöne Umgebung geachtet habe. Ja, ich werde jetzt mal so tun, als ob jetzt die Vögel gekommen wären. Also Triebwerk ist aus, Autothrottle mache ich auch aus. Man würde jetzt eigentlich, wenn es nicht schon automatisch passiert wäre, die Red rausfahren. Das ist ja diese Ram Air Turbine. Oh. So langsam. Also diese Red, diese Ram Air Turbine, das ist ja dieser Generator, der durch den Fahrtwind angetrieben wird und elektrische Energie für die Systeme und Hydraulik bereitstellt. Aber das ist in diesem Simulator leider noch nicht richtig simuliert. Daher habe ich jetzt die Triebwerke einfach auf Leerlauf gestellt. Die erzeugen auch so keinerlei Schub mehr oder fast gar nicht mehr. Und die Schwierigkeit besteht jetzt natürlich darin, mit der richtigen Geschwindigkeit auf der Landebahn zu treffen. Bin ich zu langsam, dann stürze ich vorher ab. Bin ich zu schnell, schieße ich über die Landebahn hinaus. Und ich habe ja nicht die Option, durchzustarten. Das geht natürlich nur bei funktionierenden Triebwerken. Allerdings, ich habe die Möglichkeiten, also die Möglichkeit, vorher zu bremsen in der Luft. Ich habe aber eben nicht die Möglichkeit mehr zu beschleunigen. Das heißt also im Zweifelsfall lieber zu schnell als zu langsam. Bremsen kann ich durch Ausfahren der Störklappen oder Airbrakes, wie man die auch nennt. Das wäre die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist Seitenruder voll einschlagen, sodass die Maschine so schräg in der Luft steht. Ja, hier ist der Flughafen. Ich will mal gerade mal schauen. Wir sind nur 2000 Fuß hoch und noch relativ schnell. Also zu schnell, um da jetzt einen direkten Landeanflug zu machen. Also jetzt per 90 Grad Kurve dahin. Deswegen machen wir jetzt keine 90 Grad Kurve, sondern eine 270 Grad Kurve. Und da mal gucken, ob wir schon genügend Geschwindigkeit und Höhe abgebaut haben. Wir sollten natürlich auch nicht zu viel abgebaut haben dann. Da mal gucken.
wie gesagt, im Zweifelfall lieber ein bisschen zu schnell als zu langsam. Ich denke mal, das riskieren wir jetzt mal so. Also Fahrwerk raus. So, Störklappen fahre ich auch raus. Landeklappen jetzt mal auf Stufe 1. Too low, terrain. 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 Too low, Stufe terrain. 2. Too low, ich denke terrain. Mal, die belasse ich jetzt auch so, sonst too low, terrain. Das zu viel Auftrieb. Ich versuche mal möglichst terrain. Flach reinzukommen. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. 10. Ich habe natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeit des Umkehrschubs. Deswegen ist natürlich sowas immer eine hohe Belastung für die Bremsen. 590 Grad. Links ein bisschen mehr wie rechts, weil ich links etwas eher aufgesetzt habe. Ja, aber hat so alles sehr gut geklappt. Also die 270 Grad Kurve, die hat genügend Energie auf jeden Fall abgebaut. Also noch eine weitere 360 Grad Kurve wäre definitiv zu viel gewesen. Dann wäre ich zu langsam geworden. Ja, eigentlich alles so optimal, würde ich sagen. Ciao, dann bis zum nächsten Mal.